Wir befinden uns in der wohl wichtigsten Woche für alle Kickbase-Manager. Am Freitag ist der erste Spieltag und dieses Video bereitet dich auf die Tage vor dem Saisonstart vor. Schönen guten Tag, liebe Kickbase-Manager, Managerinnen da draußen. Das ist Kickbase Kickoff. Kickbase Kickoff ist ein wöchentliches Format, was dich jeden Dienstag auf die Managerwoche vorbereitet. Euch erwartet hier jeden Dienstag verletzte Spieler, angeschlagene Spieler, wer ist gesperrt, wer könnte reinrotieren, Startelf-Duelle und Mismatches des kommenden Spieltags. Und um das Ganze auch kurz und knackig zu halten, starten wir mit den gesperrten Spielern. Wir starten bei Freiburg. Chico Höfler, gesperrt ein Spiel, am zweiten Spieltag ganz sicherlich wieder Startelf-Kandidat, bedeutet schon ab Freitagabend soll er auf den Transfermarkt kommen, einpacken 10,3 Millionen, auf jeden Fall zu preiswert. Amin Adli, enorm starke Vorbereitung gespielt, aber leider noch 3 Spiele gesperrt, bedeutet nach der Länderspielpause, 4. Spieltag für euch, klare Kaufempfehlung und Aufstellempfehlung. Incapié könnte einer sein, der so richtig durchstartet diese Kickbase-Saison. Jung, talentiert, Leverkusen, eventuell dann wieder auch wieder mit Dreierkette. Trotzdem ist noch 2 Spiele gesperrt und so oder so erstmal außen vor aufgrund Verletzung. Wolfsburg Neuzugang Rogerio. Erstmal 2 Spiele Sperre mitgebracht. Bedeutet ab Spieltag 3 für euch wieder relevant und sicherlich auch ein Startelf-Kandidat. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie wollt ihr es denn machen? Linksverteidiger, Mele kann das machen, Barco auf rechts, geht Mele dann auf rechts. Ja, der Formschwächere der beiden könnte sehr wahrscheinlich rausrotieren für ein Rogerio. Sollen beide überragend spielen, die ersten 2 Spiele, bleibt es vielleicht noch ein bisschen länger bei Barco, Mele. Patrick Pfeiffer, auch er wie Amin Adli, 3 Spiele noch gesperrt, bedeutet auch da nach der Länderspielpause im September ist er wieder ein Kandidat. Und für das Geld momentan könnte man sich sogar überlegen, wenn man denkt, okay, im Pokalspiel unter Haching, der war der beste Augsburger. Die meisten Ballaktionen gehabt in Defensive, klärt, kopfballstark. Ich glaube, alle im Kickbase-Kosmos sollten inzwischen wissen, dass das ein richtig Kickbase-relevanter Spieler ist. Für 4,1 Millionen könnte ich mir also überlegen, als 12. Mann durchzuziehen die ersten 3 Spieltage. Und folgende Spieler sind nach dem letzten Pokalwochenende angeschlagen, sicherer Ausfall oder fraglich fürs Wochenende. Und leider sieht es nicht gut aus bei Lukas Mescher. Wolfsburg, große Hoffnung gehabt, für mich auch ein möglicher Durchstarter diese Saison. Trotzdem kein Durchstarter der ersten paar Spieltage. Für mich klare Verkaufsempfehlung, immer wieder Probleme gehabt, gesundheitlich nie fit gewesen in den letzten Wochen, über einige Wochen. Von daher Gewinner, können wir ja auch ganz normal sagen, Thiago Thomas. Thiago Thomas, Gewinner der Mescher-Verletzung. Und der Kollege natürlich erst recht, ne? Also er ist der sicherste, gesetzte Offensivmann. Doppelspitze dann Thiago Thomas oder Thiago Thomas Umwind drauf. Auch Köln musste ordentlich einstecken gestern. Hübers angeschlagen, sollte man folgen, wie das läuft. Uth, sehr, sehr wahrscheinlicher Ausfall am ersten Spieltag. Hätte eh Waldschmidt, wäre so oder so gestartet aus Kickbase-Sicht. Weiß nicht, ob da die 7,1 Millionen gut angelegt sind momentan. Lubicic fraglich, würde ich noch abwarten. Das klang jetzt nicht so schlimm. Und auch Selke. Fand ich, ist ausgewechselt worden, leicht angeschlagen anscheinend, konnte ich weitermachen, aber da bin ich auch optimistisch für Spieltag 1. Nicht so gut sieht es aus bei Rani Khedira, verletzt, fällt er aus die ersten paar Spieltage und da wird der Ersatz Kral sein. Trotzdem 8,1 Millionen für den defensiven Sechser von Union Berlin. Dann gab es einen Schockmoment bei Süle, beim Auswärtsspiel bei Schott Mainz in der Mewa Arena. Süle wieder mit Rückenproblemen, diese alten Rückenprobleme bei Süle. Klang aber nicht schlecht, was Terzic nach dem Spiel gesagt hat. Trotzdem hier ein bisschen im Kopf behalten. Der hat öfters mal Rückenprobleme gehabt letzte Saison, ist dann gerne auch mal ausgefallen und hat auch nur, klar, war auch ein Hummels stark, aber 23 Startelf-Einsätze gehabt. Also aus Kickbase 30 Millionen, überdenkt das nochmal. Und fürs Wochenende PK abwarten, Terzic und Hummels mal für Marktwert vielleicht eine Mio drüber oder 2 einpacken, weil das ist eine riesen Upside am Wochenende. Dann wohl der Gewinner der Vorbereitung der Bochumer, vor allem jetzt auch in der Spitze eingesetzt, oft in der Doppelspitze mit dem Hofmann Asano, leicht angeschlagen rausgegangen, abwarten, Pressekonferenz gucken. Dann kommen wir zu Merlin Röhl, der Gewinner der Vorbereitung bei den Freiburgern. Er hat gestartet auf der 6 für den Chico Höfler, wird das auch vermeintlich am ersten Spieltag machen, wenn er ready ist. Da PK abwarten, Streich wird bestimmt was sagen zu Merlin Röhl. Ach, und all die denken, der ist nur für den ersten Spieltag relevant. Merlin Röhl, offensiv, auch anders einsetzbar, also nicht nur als Achter oder offensiver Sechser, so wie er es interpretiert, aber auch als ein Grifo-Einwechslung, als eine Einwechslung für einen Dorn, als eine Höfler-Einwechslung. Also Merlin Röhl, einer, den man komplett 34 Spieltage wahrscheinlich auf dem Schirm haben muss.
Marktwerttechnisch muss man dann mal schauen, ob es sich noch lohnt, wenn er bei 7, 8 Mio ist, wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch. Dann kommen wir jetzt zu den Startelf-Duellen. Unser erstes Duell ist Benji Pavard gegen Masraoui. Und Masraoui sollte nach dem Pokalspiel keine schlechten Karten haben, auch wenn er unglücklich diesen Elfer verschuldet hat. Trotzdem stehen die Startelf-Chancen für den Masraoui wahrscheinlich bei 60-40 gegenüber Pavard auf der Rechtsverteidigerposition. Sollte das System nicht umgestellt werden, ich erwarte trotzdem noch eine Viererkette. Trotzdem, für alle Pavard-Besitzer, so ein Upamecano hat durchgespielt, ne? Ein De Ligt nur eine Halbzeit. Ein Kim anscheinend auch noch nicht bei 100%. Ich sehe die Chancen gar nicht so schlecht, dass Benji Pavard eventuell sogar der Innenverteidigung auflaufen wird Freitagabend. Das Gute ist, aus Kickbase-Sicht, wir sehen es vor Aufstellungsabgabe. Das andere Duell bei den Bayern ist Leroy Sané versus Kingsley Coman. Und da sehe ich Coman ganz klar vorne. Auch wenn Sané ganz gute Ansätze gezeigt hat im Supercup gegen die Leipziger, Coman vor allem mit Kane auf dem Platz. Und mein Hauptargument, dass der Kollege startet, ist, dass er viel mehr Flanken schlägt aus dem Spiel und dadurch mit Kane in der Mitte einen hast, der einfach nur das Bayern-Spiel offensiver gefährlicher macht. Aber da schreibt gerne mal in die Kommentare, so wer profitiert, und wir hatten am Wochenende auch ein Video dazu, wer profitiert am meisten von der Kane-Verpflichtung bei den Bayern? Unser Take war ja, oder primär mein Take, Coman, Gnabry, Sané gar nicht so viel. Gnabry nach dem Supercup-Spiel jetzt eigentlich schon den Eindruck gehabt, so ey, wenn der einen Abnehmer vorne drin hat, dann ist auch er einer, der enorm profitiert, weil diese Großchance kreiert, dann nochmal eine Torvorlage dazu bekommt. Dann das angesprochene Duell Süle versus Hummels und ich sehe Mats Hummels mit den besten Startelf-Chancen. Schlotterbeck nicht komplette Vorbereitung mitgemacht, Süle jetzt leicht Rückenprobleme, Hummels souveränes Spiel gemacht gegen Schott Mainz. Ja, es war nur Schott Mainz, trotzdem hat er eine super Vorbereitung gespielt, ist im Saft. Und sehen Mats Hummels, 22,5 Mio für die Championship, eine wirklich große Upside. Wir kommen nachher noch zu den Mismatches. Dann ein womögliches Startelf-Duell bei den Leipzigern. Šeško versus Timo Werner. Und Timo Werner wird am Wochenende in der Startelf stehen, wenn es um 15:30 am Samstag in Leverkusen zum ersten Spiel der Leipziger kommt, weil, never change a winning team, du gewinnst 3-0. Bei den Bayern, Werner keine überragende Partie gemacht, aber das ist ein Indiz für mich, dass Rosen mit derselben Elf auflaufen wird. Šeško gute Ansätze gezeigt, ich glaube langfristig in der Saison wird Šeško auch jede Menge Spielzeit bekommen, Kickbase-Punkte sammeln können. Kurzfristig jetzt Timo Werner einer, der auf einmal wahrscheinlich seine 29 Millionen wert ist am Wochenende. Und bei den Leverkusenern ist das so ein bisschen tricky und da auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare, weil ich echt ein bisschen überfordert bin mit der Situation. Ich fasse mal kurz meine Gedanken zusammen. Du hast einmal die Vorbereitung, wo primär Viererkette gespielt wurde, wo in wichtigen Spielen Viererkette gespielt wurde, die echt funktioniert hat, mit dem Tah, mit dem Tabsober. Jetzt spielst du im Pokal mit dem Kusunu, du hast einen Andrich, der theoretisch auch noch in die Innenverteidigung rücken könnte. Du könntest Dreierkette zocken, Viererkette aber erfolgreich in der Vorbereitung. Für mich im Kopf, du spielst Viererkette. In der Viererkette am Wochenende jetzt Kusunu vor einem Tag gewesen. Ich kann es mir nicht erklären, trotzdem Kusunu, souveränes Spiel gemacht. Würde für mich bedeuten, Tah bleibt auf der Bank, Kusunu, Tabsober starten, Andrich auch auf der Bank. Seht ihr das auch so? Einfach mal eure Einschätzung. Und das letzte Startelf-Duell, bevor wir zu den Mismatches kommen, hat es in sich. Zum einen, Sedilla gestartet in der Dreierkette, alrightes Spiel gemacht, würde ich behaupten. Kübler nicht gestartet, genauso wie der Kollege Günther. Bei Günther, ganz klar, der wird wieder in der Startelf stehen, wird die linke Schiene beackern. Wird Dreierkette gespielt, kann ich mir vorstellen, dass ein Salai eventuell vor einem Kübler steht. Salai, einer der wirklich bester Mann gewesen am Wochenende bei den Freiburgern. Und deswegen Kübler eventuell tatsächlich sogar auf der Bank Platz nehmen sollte. Also Kübler-Besitzer, schaut euch vielleicht nochmal nach Alternativen und für 12,7 Millionen soll es ja auch sichere Startelf-Spieler geben. Und am Ende jedes Kickbase-Kickoffs gebe ich eine kleine Einschätzung, wie ich persönlich den Spieltag sehe und predikte meine Top 3 Teams mit den meisten Kickbase-Punkten. Und das erste ist simpel, Bayern. Bayern wird die meisten Kickbase-Punkte am Wochenende haben. Lasst euch nicht zu arg blenden von dem Spiel gegen die Leipziger. Auch da hätten die Bayern wahrscheinlich nur 300-400 Kickbase-Punkte weniger gesammelt. Aber die Leipziger viel mehr Ballbesitzphasen, Passstaffetten in der gegnerischen Hälfte, Torabschlüsse. Leipzig hat es halt genutzt, die Bayern nicht. So, trotzdem kein überragendes Spiel gewesen, ne? Brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Trotzdem die Bayern, meine 1 am Wochenende. Und auf der 2 ist der VfB Stuttgart, weil es geht gegen Bochum. Letzte Saison im Heimspiel gegen Bochum 4-1 gewonnen, auswärts 3-2 gewonnen. Bochum liegt den Stuttgartern, vor allem Bochum auch nicht in Form und Stuttgart ist in Form. Mit einem Gerassi, der geblieben ist, mit einem Sosa, wie der Startelf rücken könnte, mit eventuell sogar einem Mafropanos. Die Qualität ist da, Stuttgart spielt eine gute Vorbereitung und ich sehe Stuttgart mit einer Mega-Upside, wenn zu null, vielleicht sogar 1.900, 2.000 Punkte. Und auf der 3 sehe ich den BVB. Heimspiel, Ballbesitzphasen, kann mir gut vorstellen, dass trotzdem Köln das zu null verweigern wird, der Dortmunder. Daher Platz 3 für mich der BVB und also Malen,
Brandt, Reus auch für den Spieltag, der letzte, auf den ich jetzt klicken werde. Reus, 22,8 Millionen. Reus, Hummels, keiner wollte die haben vor 2 Wochen. Jetzt relevant und vor allem in der Championship einer oder zwei, die man aufstellen kann. So, das war die erste Folge Kickbase Kickoff. Schreibt gerne mir in die Kommentare, und das ist gleich der dritte Aufruf von mir, das, was in die Kommentare schreibt. Aber uns wird es enorm helfen, einfach mal zu hören, okay, hilft es euch? Wollt ihr andere Inhalte haben? So, was wollt ihr an einem Dienstag um 17 Uhr am besten als Vorbereitung auf die Woche konsumieren? Sind es, wie heute vorgetragen, verletzte Spieler, Sperren, die drohen, Angeschlagene, Fragezeichen, Startelf, Duelle einzelner Spieler und Mismatches? Andere Wünsche gerne mal in die Kommentare. So, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Macht's gut. Tschüss.